Moin, die Info ist für alle, die hauptsächlich die Radical Red Seite schauen möchten. Ich habe das versucht als Hardcore Nuzlocke mit Randomizer zu spielen. Allerdings ist der Randomizer von Radical Red ein wenig eingeschränkt, was meiner Ansicht nach den Spielspaß ein wenig sehr hemmt. Aber naja, ich habe mir stattdessen das Spiel recht weit angeschaut, habe verschiedene Regeländerungen versucht für solche Projekte, für ROM-Hacks und Co. Und als dies alles nicht funktioniert hat, habe ich dann zwischendrin zu einem anderen Randomizer gewechselt für ein anderes Spiel, weil ich nicht wollte, dass Maase seinen Omega Rubin Run halt beenden muss, weil es auf meiner Seite, bei meiner Seite nicht klappt. Dementsprechend ist bei mir der Projektverlauf sehr gemischt und nicht sehr konstant. Falls ihr also primär nur wegen Radical Red hier seid, dann wird das bei mir ein wenig vermutlich in Enttäuschung enden, weil das nicht konstant laufen wird. Falls ihr halt einen vollständigen Run sehen wollt von Start bis Schluss, also was halt das gleiche Projekt betrifft und ob er schafft oder nicht, dann guckt ihr halt hier für den Omega Rubin Run für Marcel, dessen Hardcore Nuzlocke Challenge. Und wenn nicht, dann sieht man sich beim nächsten Pokémon-Projekt, was Pokémon XD, der dunkle Sturm sein wird. Ich wünsche viel Spaß.